Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute stelle ich mir wieder die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Ein Format, das mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Denn wir gucken gemeinsam zurück auf meine Neuzugänge von vor einem Jahr und sehen uns jetzt gemeinsam das Video dazu nochmal an. Und dann werde ich natürlich auch dazu erzählen, habe ich das Buch schon gelesen? Was ist mir vielleicht noch in Erinnerung? Kann ich mich dran erinnern oder habe ich es noch nicht gelesen? Und ich bin sehr gespannt, was es letztes Jahr im Juni so zu mir geschafft hat und was ich davon auch schon gelesen habe. Und ich denke, wir starten jetzt gemeinsam mit dem Video. Ja, das Video wurde in zwei Teile von mir geteilt. Das heißt, es waren doch ein paar mehr Neuzugänge, soweit ich jetzt gesehen habe, 24 Stück. Und da neige ich ja immer mal dazu, dann auch zwei Videos zu cutten. Dementsprechend kommt jetzt natürlich erst Teil 1, aber natürlich im gleichen Video auch Teil 2. Dieses Video werde ich hier nicht splitten und wir gucken jetzt einfach mal, was so ein bisschen bei mir eingezogen ist. Das erste Buch, das im Juni eingezogen ist, war Meeresblau und Mandelblüte von Elke Becker. Ein E-Book, das ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Es hatte etwas sommerlich Leichtes. Es hatte so ein bisschen eine Lebensgeschichte, auch eine Liebesgeschichte und so eine Entwicklung von einer jungen Frau, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe das in sehr positive Erinnerung, wenn es jetzt auch nichts komplett literarisch Weltbewegendes für mich war, hat es mir doch ganz gut gefallen und ist mir auch in positiver Erinnerung. Dann ist bei mir eingezogen Kochen mit Halblingen und wie die Halblinge. Und ja, hier habe ich tatsächlich zwei Frühstücksvarianten schon ausprobiert und ein Abendessen. Gelesen ist da natürlich zu viel gesagt, ne? Weil es ist ja ein Kochbuch. Das liest man ja nicht wie ein klassisches, echtes Buch. Ich fand das aber sehr, sehr schön aufgemacht. Es waren tolle Bilder, sind darin illustriert und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, so mal durchzublättern, mir ein paar Inspirationen zu holen. Und es hat mir Spaß gemacht und ich denke, man müsste viel öfter mal zu einem Kochbuch greifen, was Neues, Kreativeres sozusagen. Essen gefühlt ist man ja doch meistens dasselbe und so natürlich auch hier, aber was ich bisher gekocht habe, hat mir gut gefallen, war auch schön beschrieben und hat auch Spaß gemacht, es dann natürlich auszuprobieren. Dann ist Sakura eingezogen von Kim Kästner, das war glaube ich ein E-Book-Schnäppchen, als das Buch dann als Hardcover erschien, wurde das E-Book glaube ich auf 3 oder 4 Euro reduziert, durfte bei mir einziehen, wurde bei mir angelesen, als ich diese angelesen Bücher ausprobiert habe, also so Sub-Leichen gefühlt angelesen habe und es hat es leider nicht in die enge Auswahl geschafft. Ich habe es, glaube ich, nach ein paar Seiten, also was ich mir damals so vorgenommen hatte, 30 Seiten, glaube ich, habe ich es dann auch weggepackt. Es hatte von der Thematik ganz gut geklungen, hat mir aber so vom Stil dann leider nicht gefallen. Dann ist eingezogen das unglaubliche Lesen der Jessie Jefferson von Paige Toon, ist, glaube ich, auch der Abschlussband gewesen, der mir, soweit ich mich erinnere, nicht ganz so gut gefallen hat, wie es noch bei Teil 1 und 2 der Fall war. Ich glaube, weil da irgendwie merkwürdige Wendungen drin waren. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Jessie Jefferson ist ja die uneheliche Tochter von Johnny Jefferson, der ja so der Superstar war in den zwei anderen Büchern von Paige Toon, in den erwachsenen Büchern von ihr. Und diese Jessie Jefferson-Reihe zeigt dann eben so das Leben, wenn sie entdeckt, dass sie eben von dem Superstar die Tochter ist. Und ich weiß aber, dass mir der dritte Teil gefühlt, glaube ich, nicht mehr ganz so gut gefallen hat. Also ich habe ihn gelesen, mir hat die Reihe auch gefallen. Ich fand wirklich den ersten Teil sehr gut, der zweite Teil war okay und irgendwas hat mich am dritten gestört. Ich kann mich aber leider nur noch sehr vage daran erinnern. Mr. Peedrews Sammlung der verlorenen Dinge von Ruth Hogan. Ich habe es gelesen. Ich weiß auch, dass es da eben um einen Mann ging, also Mr. Peedrews, der eben diese Dinge so aufgenommen hat und die Geschichte davon auch wahrgenommen hat und übernommen hat. Aber ich kriege die Handlung irgendwie nicht mehr zusammen. Ich habe es gelesen. Ich glaube, ich fand es sogar ganz gut. Aber es war jetzt auch nichts, was mich komplett geflasht hat und ich sozusagen auch noch ein Jahr später in Erinnerung habe. Ganz anders, Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Da habe ich mich mega drüber gefreut, dass es als echtes Buch bei mir eingezogen ist. Ich habe es, glaube ich, von Lena bekommen. Ich hatte es ursprünglich, glaube ich, nur als E-Book und habe dann den ersten Teil von ihr geschenkt und zugeschickt bekommen, weil es ihr eben nicht so gut gefallen hat. Da habe ich mich sehr gefreut. Die Reihe habe ich ja abgöttisch geliebt und jetzt mittlerweile ist ja auch schon der vierte Teil da und ich glaube, dass sogar im gleichen Zuge im Monat, Der Herz des Verräters eingezogen ist von Mary E. Pearson.
der zweite Teil der Reihe. Und auch hier hat mir unglaublich gut gefallen. Das ist eine Reihe, die ich absolut feiere. Da habe ich auch ein im Band von Buchreihen-Video dazu gemacht. Und das hat mich wirklich sehr begeistert. Eine ganz, ganz tolle Jugendbuch-High-Fantasy-Story mit einer ganz tollen Protagonistin, mit einer Liebesgeschichte, mit der ich absolut mitgehe. Und einfach so einer Welt, die mir unglaublich gut gefallen hat. Und wirklich ja, eine bombastische Reihe, die mich sehr, sehr begeistert. Dann ist eingezogen Dan Shari, das Leben entrümpeln, die Seele befreien von Hideko Yamashito. Das ist so die japanische KonMari-Methode, sage ich mal. KonMari ist ja, glaube ich, chinesisch. Hier haben wir es japanisch. Es geht hier eben auch darum, seine Wohnung auszusortieren, seinen Geist, alles Mögliche. Im Grunde so dieses Minimalismus, auch leben und umsetzen. Und ich weiß, dass ich das ganz okay fand, aber es mich nicht so ja, zu irgendwas verleitet hat, wie es unter anderem eben KonMari getan hat, die mich ja wirklich dazu gebracht hat, jedes Ding in die Hand zu nehmen, zu sagen, gefällt mir das noch, ist der Farbton schön, fühlt sich der Stoff gut an, passt mir das noch, all diese Dinge. Und ich weiß, dass Dan Shari auch manchen interessanten Gedanken hatte, dass man sich, glaube ich, auch so geistig einfach davon loslöst, von seinem Besitz, weil ja jedes Teil, was man besitzt, irgendwo im Kopf Platz einnimmt. Und wenn man das eben aussortiert, dann ja, muss man ja den Platz nicht mehr speichern im Kopf. Von daher, also der Kopf muss das dann nicht mehr speichern. Fand ich gut, aber ich glaube, das ist wirklich auch sowas für Einsteiger. Wenn man sich schon öfter mit diesen Minimalismus, Aussortierthemen beschäftigt hat, dann ist das nichts mehr komplett Spannendes. Und ja, dann hat man halt auch irgendwann mal alles schon gehört. Dann ist von Paula Hawkins Into the Water eingezogen. Traue keinem, auch nicht dir selbst. Ist ja von der Autorin von Girl on the Train. Und ähnlich wie Girl on the Train, was ich ja noch relativ gut gefunden habe, konnte mich, glaube ich, Into the Water gar nicht mehr begeistern. Ich kann mich an diesen Thriller gefühlt überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß gar nicht, hatte ihn Paddy und Phil gefeiert. Meins war es, glaube ich, gefühlt irgendwie nicht so richtig. So auch Er und Sie, eine Liebe in Paris von Marc Levy, eigentlich ein Autor, den ich sehr gerne lese. Hier, weiß ich, glaube ich, bilde ich mir sogar ein, habe ich es abgebrochen, weil mich das überhaupt nicht erreicht hat, mir überhaupt nicht gefallen hat und ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Das war jetzt sehr oft überhaupt. Ja, es ist komplett irgendwie raus aus meinem Gedächtnis, was ja bei schlechten Geschichten durchaus nicht verkehrt ist, wenn man die einfach vergisst. Dann ist eine Neuauflage sozusagen von Beren und Lucien von J.R.R. Tolkien bei mir eingezogen, ist mittlerweile auch gereadet. Eine wunderschöne Ausgabe, herausgegeben von seinem Sohn Christopher, hat mir unglaublich gut gefallen. Auch diese Anmerkungen dazu, auch so die verschiedenen Varianten dieser Geschichte, die es gibt, hat mir sehr, sehr gut gefallen, das zu lesen. Und ich freue mich in diesem Jahr, ab Oktober möchte ich ja den Herrn der Ringe rereaden, alle drei Teile noch in diesem Jahr. Und auch darauf freue ich mich sehr und das ist wirklich eine ganz schöne Aufmachung gewesen. Eine tolle illustrierte Ausgabe, da war ich total happy, dass mir der Klett-Cotta Verlag das zur Verfügung gestellt hat, so wie auch das neue Tolkien-Buch ja schon bei mir eingezogen ist, jetzt endlich mal gelesen werden muss. Aber man muss für High Fantasy definitiv in Stimmung sein. Beren und Lucien ist mit die schönste Liebesgeschichte, die es für mich auf der Welt gibt. Auch natürlich eine ganz tragische Liebesgeschichte, aber so wunderschön erzählt und ja, reißt mich einfach immer wieder mit. Das Mädchen aus Brooklyn war letztes Jahr einer der beiden neuen Guillaume Musso-Bücher und das Mädchen aus Brooklyn hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich kriege es von der Handlung nicht mehr so richtig zusammen. Ich weiß, dass man da natürlich so ein bisschen einen Familientwist hat, so ein bisschen einen Thriller hat, so ein bisschen ja, eine Lebensgeschichte liest, ein bisschen was Krimi-mäßiges drin ist, auch ein bisschen was Magisches, Mystisches. Und das ist halt das, was für mich Musso so toll macht. Es hatte so manch unlogischen Punkt und auch manches, was so ein bisschen merkwürdig war. Ich sehe da aber bei Musso durchaus auch mal drüber hinweg, weil mir einfach sein Schreibstil so gut gefällt und er mich wirklich immer so eintauchen lässt. Ich bin jetzt auch gespannt auf sein neues Buch, was jetzt ja Anfang Juni erschienen ist und bin sehr, sehr neugierig darauf. Und ich habe ja noch einiges von ihm auch auf dem Sub und muss einfach da mal gucken, dass ich das jetzt auch mal weglese und nicht nur auf den neuen Musso warte sozusagen. Aber das Mädchen aus Brooklyn wurde gelesen. Ja, und da sitze ich schon in meinem neuen Schlafzimmer sozusagen. Oder sitze ich hier? Nein, das ist die andere Wand. Muss ich mir mal gucken. Ja, und da hat Steffi ein bisschen in die rosane Farbkiste gegriffen. Heieiei, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich da so einen Fail hatte. Aber passiert natürlich immer mal, wenn man seine Haare sozusagen abmattiert. Aber das erste Buch jetzt in diesem zweiten Video ist dann Nachtblumen von Karina Bartsch. Ich war ja ein großer Fan von Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter, die bei einem Reread nicht mehr funktioniert haben. Ich weiß nicht, woran es lag. War sehr gespannt auf Nachtblumen, wo man ja zwei junge Erwachsene
Erwachsene begleitet, die eben ja so ein bisschen unter Angststörungen leiden und sich aber gegenseitig so gefühlt ein bisschen Halt geben, um so, also dass auch Distanz im Grunde Nähe sein kann. Und ich fand das tatsächlich sehr, sehr gelungen. Es hat mir viel Spaß gemacht, es zu lesen, so in diese Menschlichkeiten abzutauchen und so das Bewusstsein auch ein bisschen von sich selbst auf solche Dinge zu verändern. Hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht und war wieder ein sehr schönes Buch von Karina Bartsch, was ich in sehr positiver Erinnerung habe. Das neue Page-Toon-Buch hatte ich im letzten Jahr auch, glaube ich, direkt gelesen, War endlich dein. Ich glaube, es war auch eins, was ich gar nicht gut fand. Das war ja schon beim vorletzten Mal der Fall und jetzt auch beim letzten Buch. Das diesjährige Buch habe ich, glaube ich, gar nicht erst gelesen. Das war tatsächlich nicht so meine Welt. Irgendwie driftet das immer in sehr merkwürdige Dinge aus. Dinge werden wichtig, die sonst nicht wichtig bei Page Toon waren. Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Colleen Hoover, die dann noch ein bisschen in die New Adult-Richtung gegangen ist. Ach, war irgendwie nicht so mein Fall. Ganz anders, Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche von Hannes Jennecke. Ich kenne Hannes Jennecke ja wirklich nur als Autor, Tierschützer und ist ja auch ein deutscher Schauspieler, wo er mir ja gefühlt gar nichts sagt. Und ich fand hier schon den Titel großartig gewählt und es geht natürlich so ein bisschen darum, dass wir eben eine Gesellschaft sind von Nachläufern, von Mitläufern, von Menschen, die sich keine eigene Meinung bilden. Und ich glaube, da sind jetzt nicht unbedingt wir damit gemeint, aber es gibt diese Menschen ja durchaus. Und was ja eben dieser Welt sozusagen ein bisschen zu sagen hat, wie man was verändern kann, wie er was verändern möchte. Ich habe das Buch weitergegeben und dann zu Weihnachten mit einer tollen Signierung erhalten, was mich sehr gefreut hat. Und habe das auch im Freundeskreis durchaus schon mal ein bisschen wandern lassen, weil das wirklich auch ein Stil war, ein Schreibstil war, mit dem sehr viele Menschen was anfangen können, das nicht zu speziell ist, nicht zu theoretisch ist und ja, es auch so gerade heraus einfach das sagt, was man denkt. Dann ist bei mir als echtes Buch eingezogen Ein Käfig aus Rache und Blut von Laura Labers, ja ein absolutes Highlight-Buch, auch aus dem letzten Jahr, glaube ich. Und aus dem Drachenmond Verlag hat mich dann eben die echte Ausgabe erreicht, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und ja, das Highlight-Buch dann sozusagen hat es dann auch in mein Regal geschafft. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon den dritten, den sollte ich jetzt unbedingt mal lesen, weil mir auch der zweite Teil unglaublich gut gefallen hat und das wirklich eine Reihe ist, die ich bombastisch finde. Laura Labers wird ja auch oft die deutsche Sarah J. Maas genannt. Da kann man sich dann, denke ich, auch was drunter vorstellen. Dann ist das neue Buch von Michelle Schrenk bei mir eingezogen, Strandküsse und andere Turbulenzen. Und das war natürlich ein sommerleichter Sommerroman, der mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Bei Michelle Schrenk sind ja die Geschichten auch nie zu dick und es ist immer so ein bisschen Liebe und ein bisschen Frohsinn und auch natürlich so der ein oder andere Konflikt, aber es macht immer wieder Spaß, in diese Geschichten einzutauchen. Auch das Cover finde ich hier wirklich wieder großartig und es ist eben irgendwas luftig, leichtes, was man an einem sommerlichen Sonntagnachmittag einfach im Garten liest, daneben irgendwie einen leckeren Eistee und dann einfach die Zeit genießt und entspannt. Dann ist bei mir eingezogen die Chroniken der Seelenwächter, der erste Teil, Die Suche von Nicole Böhm. Ich glaube, in Kombination mit einer Lovely Books Leserunde ist das bei mir eingezogen. Von dieser Reihe schwärmen ja sehr, sehr viele. Ich konnte tatsächlich mit dem ersten Teil nicht so viel anfangen. Mich hat diese Welt nicht erreicht. Mich haben die Charaktere nicht mitgenommen, nicht mitgerissen. Es war auch irgendwie nicht so spannend, wie ich es mir erhofft und gewünscht hätte. Ja, es hat mich nicht so richtig gefesselt, dementsprechend habe ich die Reihe dann auch nicht weiterverfolgt, aber das Buch natürlich gelesen. Als ich im Sherlock-Fieber war und es immer noch bin, wurde mir von der Zuschauerin auch Teufelsgrinsen von Annelie Wendeberg empfohlen, was wohl eine weibliche Ermittlerin ist, die irgendwie mit Sherlock aber etwas zu tun hat, beziehungsweise sich da auch eine Liebesgeschichte anbandelt und ich muss zu einer Schande gestehen, das habe ich auch noch nicht gelesen, aber ist das total dünn und ich habe auch den Goldenen Löwen von der Autorin hier und es wird jetzt, glaube ich, einfach mal Zeit. Es ist echt unglaublich, also ja, irgendwie, ja, es muss jetzt gelesen werden. Vielleicht ist der Juni ja ein Monat der kurzen Bücher, dann nehme ich mir das auf jeden Fall vor. Eingezogen ist dann auch Frühstück mit Kängurus von Bill Brisson und das ist tatsächlich das erste Buch jetzt, was ich noch nicht gelesen habe und ich habe es, glaube ich, tatsächlich komplett vergessen und noch mit keiner Miene mehr dran gedacht, dass das ja in meinem Regal steht. Anstoß waren ja so ein bisschen die Bücher von Erik Lorenz, wo es eben ja so ein bisschen ums Reisen ging, um Entdecken, auch um Australien und ich hatte dann irgendwie Lust auf Australiens Abenteuer und das ist ja so das Buch schlechthin, wenn man etwas über Australien lesen möchte und ich muss das jetzt mal aus meinem Sub nach oben ziehen, weil ich glaube, dass das jetzt perfekt ist, um im Sommer gelesen zu werden und ich, ja, manchmal verschwinden so Subbücher auch definitiv. Dann ist auch eingezogen Rückkehr nach Somerton Court von Leila Rashid. Meine Güte,
Auch das habe ich noch nicht gelesen. Es ist, glaube ich, der erste Teil einer Trilogie, wenn es mich nicht irre. Und ich habe damals das, glaube ich, bei Medimobs oder Rebuy bestellt, auch mit dem Känguru-Buch. Und hier war ich ja, glaube ich, gerade komplett in Downton Abbey-Stimmung und habe natürlich etwas Buchtechnisches gesucht, was in die Richtung geht. Und ich glaube, auch das muss einfach gelesen werden, weil ich bin immer noch in Downton Abbey-Stimmung. Und nach der Clifton-Saga und der Hansen-Saga und auch dem Löwenhof-Buch, was ich jetzt gelesen habe, ich glaube, es muss jetzt einfach in dieser Richtung einfach ein bisschen weitergehen. Und ich glaube, ich muss diese Bücher jetzt mal nach oben legen. Secret Fire, die Entflammte aus dem Oettinger Verlag gab es, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Gründen, damals irgendwie zu einem E-Book-Sonderpreis von 1 Euro, 2 Euro, ich weiß es gar nicht mehr, oder sogar umsonst. Und ich weiß, dass Sandra sehr, sehr von dieser Reihe damals geschwärmt hat. Ich habe es ja angelesen, auch das gehört zu den Angelesen wie Sakura, und es hat mir leider nicht so auf den ersten 30, 40 Seiten gefallen, was ich sehr, sehr schade fand, weil ich wollte schon, dass es mir gefällt, aber es hat mich auch nicht so begeistern können. Dementsprechend ist es so ein halbes gelesen, nicht gelesen. Für mich gelten ja die angelesenen Bücher dann durchaus als gelesen, zumindest was den Sub angeht, weil sie vom Sub fliegen. Aber ja, ganz anders. Ewigkeitsgefüge von Laura Labers, was ich vorab erhalten hatte, schon im Juni. Ich glaube, es erschien dann ursprünglich erst im Juli, aber auch dieses wahnsinniges Science-Fiction-High-Fantasy-Saga-Buch von Laura Labers hat mich total gefesselt, wo es ein bisschen um Götter geht und dieser Misch, und ja, war großartig erzählt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss jetzt mal die Augen aufhalten, da soll es ja auch noch einen zweiten Band geben, und auch vom Cover ist das natürlich wirklich großartig gemacht, und ich finde, Laura Labers kann einfach schreiben, gefällt mir unglaublich gut, und er hat wirklich auch ihre Stärke im Erzählstil, im Bildhaften und in dem, wie sie ja ihre Welt so rüberbringen. Das kann Laura Labers wirklich ganz großartig. Und das letzte Buch war dann mein erster Manga, A Silent Voice von Yoshitoki Oima. Den habe ich geschenkt bekommen in so einem Sherlock-Fan-Paket, war dieser Manga mit enthalten von einer lieben Zuschauerin, und dann eben auch ein ganz geiles Lesezeichen eben zu Sherlock mit dabei. Und diesen Manga habe ich natürlich auch schon gelesen, und ich fand die Story, in der es ja irgendwie darum geht, dass wir hier ein taubstummes Mädchen haben, was an eine neue Schule kommt, und der eine Schüler, der mobbt sie irgendwie, und aber beide entdecken dann doch irgendwie, dass sie Freunde werden könnten. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich fand das ganz okay. Ich konnte mit diesem Manga-Stil aber tatsächlich nicht viel anfangen. Ich bin, glaube ich, einfach nicht der klassische Manga-Leser. Die Sherlock-Mangas haben mir ja wiederum sehr, sehr gut gefallen, aber das hängt wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass es Sherlock ist, dass es diesen Stil von Sherlock beinhaltet, von der Serie, und eben nicht der klassische Manga. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders in Worte fassen sollte. Ich glaube nicht, dass ich der klassische Manga-Leser bin, auch wenn, wie gesagt, Sherlock großartig war und ich mich dieses Jahr auch auf die Moriarty-Mangas freue, die ab Herbst sozusagen dann erhältlich sind, und Moriarty ist einfach mein liebster Bösewicht. Da braucht man gar nichts mehr dazu sagen. Von den 24 Büchern habe ich also 3 nicht gelesen und 2 sind nach dem Anlesen rausgeflogen. Das finde ich bei 24 Büchern wirklich einen sehr, sehr guten Schnitt, und die 3 Bücher, die müssen jetzt einfach ein bisschen nach oben. Besonders natürlich, um in Sherlock-Fieber weiterzuleben, denke ich, werde ich definitiv jetzt mal zu Teufelsgrinsen greifen, und natürlich auch das Känguru-Buch klang geil, aber natürlich auch Rückkehr nach Somerton Court. Ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch schon 3 Bände, 4 Bände. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ja, welche Bücher kennt ihr aus meinen Neuzugängen? Was könnt ihr mir zu den Büchern sagen, die ich noch nicht gelesen habe, zumindest zu diesen 3, oder auch gerne zu den anderen beiden, die ja gefühlt von meinem Sub verschwunden sind? Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr da ein bisschen was zu berichten habt. Und wir lassen uns nicht von dem Piepen stören, das ist der Geschirrspüler, der jetzt sagt, dass er fertig ist. Ja, braucht immer Aufmerksamkeit, so ein Gerät. Ja, das war's nun von mir. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit diesem Rückblick. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.